Und womit lässt du dich immer so richtig gehen? So Kontrollverlust. Gibt es das bei dir oder bist Sex. Du so? Entschuldigung, der wusste. Gott, es kam so schnell, dass es, glaube ich, gar kein Gag war. Ah, ich trinke viel Wasser und gehe und joggen. Stimmt das eigentlich? Aus so alten Talkshow-Ausschnitten, hast ja. du immer wieder, hattest du mal ein, wie soll ich sagen, ein sehr buntes, erlebnisreiches Leben, bevor ja. du dich in eine feste Beziehung... Bevor es Smartphones gab. Ja. Du hast Tinder miterfunden. Ich war Tinder. Ja. Oh Gott. Ja, das waren noch Zeiten. Wollen wir... Ich bin total dankbar. Weil es scheint so stark. Ja, und es überfordert ja. mich total. Ich bin und es mir nicht ist gewohnt. Voll warm. Du bist auch zu warm. Und ziehst du es jetzt durch, weil es natürlich auf ein abgestimmtes Outfit ist? Nee, ich zieh mich jetzt aus. Ziehst du dich auch aus? Yes! Also ich fange mit der Jacke an. Ja, warte. Ja, natürlich. Ach so, nur die Jacke? Ja. Mein Handy! Das habe ich für uns vorbereitet jetzt hier. Oh, vielen Dank. Cool. So tanze ich. Deine. Ja, ich auch leider. Und jetzt bin ich also müde. Nicht leider natürlich. Oh Gott. Wenn du lachst, und das merke ich auch, dass zum Beispiel wenn ich bei den Buchstabenbattle oder so zu Gast bin, Dann kommt das immer von innen. So. Ja, und das ist ganz herzlich und das gefällt ja. mir. Und das glaube ich, deswegen lieben dich die Leute auch. ganz ja. kurze Frage. Ja. Wo zur Hölle sind wir hier eigentlich? Und wo ich laufen wir eigentlich? Ich mache das, was ich immer mache. Ich laufe immer so. Ja. Wir wollten Tee holen ja, und dann. Ich würde einen Kaffee nehmen. Aber ist auch ein Tee. Ja, oder Kaffee. Und oder meinst du, das ist jetzt Buchstabenbattle-mäßig, dass wir auch einen anderen Buchstaben holen können? Ich nehme ein F. Aber du musst ja so viel aushalten auch. Also wenn ich viele deiner Instagram-Posts so ja. lese, ist einem gar nicht so klar, was man als attraktive Frau gerade in sozialen Medien aushalten muss. Das ist sehr nett. Ach, über viele Sachen muss ich sehr, sehr lachen. Soll ich dir mal zwei Sachen vorlesen? Bitte. Zwei Sachen vorlesen, die gerade gestern kamen. Oh Gott. Oh, warte, wahrscheinlich ist es ganz eklig. Es ist ja nein, oft nee, auch eklig, nichts ne? Ekliges. Also nichts mit Penissen, weil wir sind ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es keine Penisse. Da sind alle unten rund. Da, so. also gestern zwei Sachen. Eins eben tatsächlich via Instagram. Moschner, hast du sonst keine Probleme als die mit der Gendersprache, du blöde Kuh. Viel schöner allerdings war, was dann mein Management via E-Mail bekommen hat. Sehr geehrte Frau Moschner, unsere Familie hat eigentlich sehr gerne die Sendung geschaut. Man konnte beim Abendbrot ein bisschen mitraten. Nun ist uns allerdings aufgefallen, dass dort immer mehr Gendersprache verwendet wird. Wir sind da sehr konsequent. Zeitungen und Zeitschriften, die diese Schreibweise verwenden, werden abbestellt. Sender werden aus der Senderliste verbannt. So haben wir auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender aus unserer Senderliste gelöscht. Deshalb möchten wir mitteilen, dass wir nunmehr diese Sendung nicht mehr einschalten. Reagierst du dann? Nein, also sowas nicht. Ich lache da wirklich lauter, als ich sollte. Weil das ist ja eigentlich sehr, sehr traurig, dass ein Mensch so wenig Inhalt in seinem Leben hat, dass es ihm extrem wichtig ist, bei Themen wie Gleichstellung und aufmerksam machen von Ungleichgewicht in der Gesellschaft, da so vehement auf sein Recht zu pochen, dass doch alles bitte so bleiben möge, wie es ist. Ja, und ich verstehe auch nicht, Sprache verändert sich ja. Also man sagt ja auch nicht mehr Holde Maid. Ja, ja. Was bieten Sie Wobei, feil? Wobei, das mag ich sehr gerne. Holde Maid, ja. Lass uns ein Stück weitergehen. Sehr gerne. Ich wollte nur nicht von der Tram überfahren werden. Die gab es ja vor 100 Jahren auch noch nicht. Dass du deine Öffentlichkeit auch nutzt, Haltung zu zeigen, das finde ich sehr, sehr gut. Weil du könntest es dir ja auch einfach machen und sagen, ich
bleib hier bei der seichten Unterhaltung und lass mich in Ruhe damit. Aber nie seichte Unterhaltung. Nein, aber ich habe noch nie seichte Unterhaltung. Ist auch gar nichts Schlechtes. Also zum Beispiel das Buchstabenbattle ist keine seichte Unterhaltung, weil da kommen ja Buchstaben drin vor. Das ist richtig, so. Und zwar alle 26. So, und die kommen in der FAZ auch vor. Insofern ist das schon wieder ein Feuilleton-Magazin. Eigentlich ja. Nach meinen Begriffen. Ja. Du bist ja also so ein Ernährungsnerd auch, ne? Mhm. Das heißt, da ich sehe gerade eigentlich nur Dinge aus Zucker und Fett. Ja. So, das passt nicht so in dein Konzept, glaube ich. Nein, das stimmt gar nicht. Also das soll man sich schon ab und zu mal gönnen, wenn man das möchte, wenn es einem gut tut. Es gibt aber auch Leute, die sich lebenslang sowas morgens, mittags, abends reinknallen und gar nichts merken. Ich habe halt eine direktere, lautere Körperkommunikation. Du willst zur Sicherheit auch einen Kuchen haben, oder? Nur wenn ich nehme ja die Sachen, die ich gekauft habe. Du hast Essen mitgebracht? Ich habe, ja. Okay. Willst du wissen, was? Ich weiß nicht. Will ich wissen, was? Ich habe abgelaufene Lebensmittel mitgebracht. Cool. Und die probieren wir. Das ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ne? So. Und das ist auch so, ich verstehe nicht, warum die Menschen sich nicht mehr auf ihren Geruchs- und Geschmackssinn verlassen. Also wenn du in einer Milch riechst und die riecht gut, dann kannst du sie trinken. Und wenn sie nicht mehr trinkbar ist, dann wirst du das riechen. Und wenn sie mit dir spricht, hast du einen Freund fürs Leben. Genau, dann hast du einen guten Freund. Apropos, was ist hier? Nee, immer noch nicht. Nee. Die kauft ein bisschen viel ein, die Frau. Die, ist auch schön, wenn du so in der... Reicht das aber, oder? Ja. Also, das ist jetzt ich bin nicht ganz sicher, dass es noch eine Tafel Schokolade sein wird. Also, müssen Sie wissen. Ja. Hallöchen. Haben Sie einen Tee? To go? Also, bei Ihnen Kaffee oder ähnliches? Oh, sehr gerne. Ich hätte gerne Kaffee oder ähnliches. Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato. Einen Kaffeecreme schwarz klein. Alles klar. Vielen Dank, das ist sehr nett. Dankeschön. Wobei, wir können ja so eine ganz dunkle... Warum? Willst du was trinken? Wollen wir so eine Schnapspraline mitnehmen? Okay, du hattest wenn nicht das, was ich gekauft habe, nicht so gut ist. Sehr gut, das ist gut. Ja, und Schokolade mit Rum ist super. Dann, das machen wir. Oder? Wir machen Rum. Und dann essen wir eine Praline. machen Sie die selber, die Sachen hier? Ja, natürlich. Dann nehmen wir von dem selbstgemachten. Ja, toll. Wie willst du das denn kaufen auf dem freien Markt? Koppenrad und Wiese? Boah, ey! Einer, ja, ich schmeiß ihn raus dafür. Echt. Das verstehe ich. Aber das ist hier mit Liebe. Das ist alles Liebe. Ach so, ich dachte, es wäre Sahne. Okay. Mein Scherz. Oh mein Gott. Ich komme nach oben, glaube ich. Was ist denn da? Wo kommt die Stimme her? Ist da eine Stimme raus? Da ist jemand. Ich fasse nicht. Ist eine Stimme. Sie halten einen Mann im Keller, das wissen Sie, ja? Das ist unsere Backstube. War das vielleicht ein Hilferuf? Okay. Sollen wir vielleicht jemanden anrufen? Ich dachte auch gerade, wenn Sie hier raus wollen, klopfen Sie dreimal. Ja. Nein, das war natürlich ein Scherz. Das sieht alles ganz liebevoll und toll aus. Das sieht man, dass das nicht. Muss ja. Ja, wirklich. Da leben wir von, wie gesagt. Habe ich ja schon gesagt. Finde ich gut. Frau Wahlen? Bitte schön. Heißt Sie wirklich Frau Wahlen? Ich war ein Tipp. Ja, 58 Jahre. Reicht das? Heißen Sie schon Frau Wahlen? 58? Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich hätte Sie jünger geschätzt. Ja. Ich bin nämlich auch schon in den Café gegangen und habe gesagt, Herr Starbucks, und niemand hat geantwortet. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Dank, machen Sie es gut. Dankeschön, bleiben Sie gesund. Danke. Hast du einen roten Bart? Ja, ich habe den. Nein, an den Koteletten. Ja. Ja, so ein bisschen. Ich hatte eine Zeit lang auch so ein Oberlippenbart. Sah richtig scheiße aus. Ja? Heute sage ich, habe ich ironisch getragen. Also wenn du so alte Fotos, also ich denke mir bei alten Fotos von mir, dachte ich so, Licht im Ankleidezimmer wäre von Vorteil gewesen. Aber ich fand mich dann total schön in dem Outfit. Und es geht ja um das aktuelle Gefühl. Weißt du? Sowieso, das stimmt. Das ist der falsche Becher. Trinken? Ich bin übrigens total glücklich, dass du dieses bisschen Freizeit, das du hast, mit mir verbringst. Ja, ich freue mich auch total. Das ist wirklich, das macht mich echt, ich finde es eine große Ehre. Wie so eine Alpaka-Wanderung mit dir. Ja, stimmt, ja. Ich hoffe, es ist eher auf die Frisur bezogen, weniger auf meinen Geruch. Hast du mal eine Alpaka-Wanderung gemacht? Ich habe mal mit Alpakas gedreht, ja. Siehst du? Das war ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Pusch dir mal ein bisschen in die Nase rein. Ganz vorsichtig. Ja, siehst du? Hast du mit dem Lama geknutscht, wer kann es behaupten? Also ich habe Zunge benutzt.
Hätte ich nicht sollen? Du, hat es gestört, ne? Ich ruf dich an. Wirklich? Echt? Was machen wir denn jetzt noch Schönes? Wir gehen jetzt in den Park. Ja, gerne. Ein bisschen raus aus diesem urbanen. Ja, genau. Und dann essen wir abgelaufene Lebensmittel. Und danach trinken und, wir? Und dann trinken wir die Pralinen. Sehr gut. Die Schokolade werfen wir weg. Mit Alkohol. Strohhalm. Und bitte. Wollen wir uns eine Bank suchen eigentlich? Ich habe Bargeld dabei. Entschuldigung, okay. Ich nehme das alles zurück. Oh Gott, ich mag so billigen Humor halt echt leider voll gern. Ich bin so leicht zu erheitern. Das ist schrecklich. Man soll sich an den einfachen Dingen erfreuen und absolut. Die biete ich dann wohl. Ja, total. Ja. Also, ich kann mir dich gar nicht schlecht gelaunt vorstellen. Doch, nee. Echt? Ich auch wenig. Bist du wenig, ne? Ja. Ja. Was bringt dich denn zu schlechter Laune? Ah, ja, oft sind so Kommunikationsprobleme, die man so hat. Missverständnisse, Blödheit, Undankbarkeit. Ja. Solche Sachen. Also ich denke immer so, es ist so, wir leben ja in Deutschland. Ja. Ich halte mich für extremst privilegiert, in einem mehr oder weniger friedlichen Land zu leben. Ich muss keine Angst haben, dass mir irgendwelche Bomben um die Ohren fliegen. Ich habe ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Ich muss mir wirklich keine Sorgen machen. Und ich finde es dann so absurd und anmaßend, sich über Situationen zu beschweren, wenn du weißt, dass es einfach Menschen auf dieser Welt gibt, die dieses Privileg nicht haben. Dass es Mädchen auf dieser Welt gibt, die eben nicht einfach sagen, hey, und wenn du hart arbeitest, kannst du alles werden, auch ein Einhorn. Nein, das ist eben nicht so. Also so dieses Pseudo-Gequatsche, was man ja gerne so in diesen Kalendersprüchen liest, das ist halt nicht überall auf unserem Planeten so. Und ich finde, da kann man sich dann auch immer relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und klar quengel ich auch rum, natürlich. Also das ist ja auch wichtig. Es ist ja auch total wichtig zu heulen. Ich heule mehrfach die Woche. Was bringt dich zum Heulen? Aber ja, tatsächlich ist das oft Weltschmerz. Also wirklich? Nicht Politik macht mich oft sehr verzweifelt. Es gibt so Probleme auf dieser Erde, die man ja mit Leichtigkeit auch lösen könnte, ohne jemand anderen in Gefahr zu bringen. Liegt natürlich nicht in meiner Macht, aber ja, solche Sachen schon sehr. Leider sehr empathisch. Wir sind leider. So. Ich finde, das ist ja, ein gutes Zeichen. Manchmal sehr viel Empathie da. Ach, das ist ja hier dieser Wassersee ja, gerade. Okay. Das ist, romantisch. Oh, Hoffnung keimt, weil du romantisch gesagt hast. So, ich desinfiziere mir jetzt noch mal die Hände und dann verteile ich Riegel. Also abgelaufene Lebensmittel sind ja ein Hobby von mir. Es ist ein ganz seltsames Hobby, ja, aber das ist total auch cool. Jeder muss finden, was ihm Spaß macht. Und ich habe drei verschiedene, also für jeden natürlich abgepackte eigene Erdnüsse für jeden. Die sind abgelaufen ja am 31.08.2020. Peanut Butter Dark Chocolate Riegel. Peanut Butter konserviert alles. Ein Insektenriegel mit Viechern halt drin. Grillenpulver. Ja, grillen, die Grillsaison ist doch eröffnet. Abgelaufen. Und so eine Grille mit ein bisschen Kräuterbutter und einer Kartoffelbeilage ist doch auch ein schönes Steak. Also es ist nicht mein erstes Mal, dass ich Sachen mit Insekten esse. Ich finde das ganz spannend. Dass du mit Insekten isst, dass du zusammen mit denen am Tisch sitzt. Das hat man im Park ja auch. Und, ja, da sitzen genau. Sie aber dann eher auf einem und werden nicht gegessen. Ich glaube, das Trockene kommt, weil es halt schon ein halbes Jahr drüber ist. Weil es abgelaufen ist. Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Dass sie im Körper wieder lebendig werden. Wenn du jetzt Schmetterlinge im Bauch hast, liegt es an dem Riegel. Ah, ich glaube nicht, dass es am Riegel liegt. Guck, Schwäne. Das ist doch ein Symbol. Wie auf Kommando. Nein, aber diese geht in diese Läden, weil das war, das kostete nur noch 30% vom Hauptpreis. Ja. Sagt man Hauptpreis? Hauptpreis, ja. Ja, den Hauptpreis. Das ist der, den man bei einer Tombola
Ja, also statt Teddybär hast du nur noch 30% Teddybär. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die vielleicht doch schon abgelaufen sind, die Sachen. Ich glaube, die grillen. Mir wird so Blumerand. Nüsse. Aber die ist... Sag mal, also ich meine die Frage ernst, als du angefangen hast, Fernsehen zu machen, ja. So 90er Jahre so, ne? Das war ja noch eine andere Zeit. Es gibt ganz viele Sachen. Das war ein anderes Jahrhundert. Das war ein anderes Tausend. Ja, und es war auch ein ganz anderer Sprech und ein anderer Umgang. Gab es da diese Situation, dass, weil ich stelle mir jetzt gerade mit einem Produzenten essen gehen vor, dass sie sagen, junge Frau, ich könnte sie groß rausbringen, aber vielleicht so das nächste Mal. So billig läuft das nicht, es läuft viel subtiler. Das ist das Problem. Das, man erwartet ja beim Fernsehen genau diese Besetzungscouch und genau dieses, ich bring dich groß raus, wenn du eben die Erdbeeren im Urwald pflücken lässt. Ich muss dieses Idiom jetzt, glaube ich, noch googeln. Erdbeeren im Urwald pflücken? Keine Ahnung. Ist das ein Idiom für GV? Ist subtil Erdbeeren im Urwald pflücken oder ist subtil? Nee, also bei mir war es tatsächlich so, dass der dann irgendwie anfing so, ah ja, ich bin ja verheiratet, aber ich finde dich schon gut, mit dir kann man so gut reden. Normalerweise gehe ich ja nicht fremd. Also es zog sich dann so über eine lange Zeit hin mit dann irgendwann mal anfassen und Gewalt meinerseits, weil ich das nicht wollte. Hast du das eine gescheuert dann? Selbstverständlich. Was ich das Schlimmste fand, war, dass mir eigentlich keiner beigestanden hat in der Situation. Also ich war für mich immer klar, dass ich richtig bin, so wie ich gehandelt habe. Aber was mich total irritiert hat und mir erst viel, viele Jahre später klar geworden ist, warum ist da eigentlich keiner eingeschritten? Ja, aber es ist noch da, ne? Also es ist ein Problem, das nicht weg ist, sondern das einfach... Also noch existiert und wahrscheinlich kommt der ein oder andere auch noch damit durch. Ja, ich glaube, so Machtmissbrauch. Ich glaube, diese Idioten, diese Arschlöcher wird es immer geben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass eben die Nicht-Arschlöcher helfen und solchen Leuten beistehen, denen sowas widerfährt. Und dass du da eben unterstützt und sagst, nee, der Nein war völlig korrekt. Also das, was ich ganz schlimm fand, es gab... bei Promis unter Palmen letztes Jahr gab es ja diesen Mobbing-Skandal. Was ich viel schlimmer fand, war, als dieser Richter Widerlich dieser einen Influencerin dreimal in den Schritt gefasst hat, 6 Leute drumrum, sie hat 5-mal Nein gesagt und alle nur so, hihihihihi, hab dich doch mal nicht so. Und das hat mich auf die Promi-Palme gebracht. Aber wie gesagt, er ist halt widerlich. Also ihm ist, glaube ich, nicht zu helfen. Der interessiert mich auch in dem Fall gar nicht. Sondern sie interessiert mich und die drumherum stehen, die interessieren mich. Ja. Geil. Jetzt bin ich, muss dich beobachten, wie du die Praline isst. Das sagt sehr viel über Menschen aus, wie sie Pralinen essen. Ja, scheiße, echt durchgefallen. Durchgefallen? Ich hab extra gemacht, extra. Eigentlich hätte ich schon abgebissen, aber ich hatte Angst, dass es flüssig drin ist und dann läuft es so runter. Das stimmt, das ist natürlich auch blöd. Wie ist es flüssig? Nein, weil eigentlich so die sinnlichen Menschen, die kleine Dinge zu schätzen wissen, beißen halt erstmal ab und gucken, was so drin ist. Ich mach das ja immer auch, weil es könnte ja auch sein, dass es nicht schmeckt. Und dann habe ich nicht alles. So. Also. Unter Beobachtung sowas machen ist natürlich auch blöd, ne? Das ist ganz schlecht. Das ist nicht für mich. Du ganz nah ran! Warte, die Haare davor. Oh Gott. Alles geht. Hallo! Hallo, Hund! Komm her! Hast du ein Tier? Ich gucke mir sehr gerne Hamster-Videos im Internet an. Hamster sind aber auch sehr lustig. Sporthamster. Also diese klassischen, nicht die Zwerghamster, kann ich nicht ernst nehmen. Es gibt Sporthamster, muss ich gar nicht. Ich nenne die Sporthamster. Also die heißt es nicht, Sorte heißt nicht Sporthamster. Okay, ich hatte die Sorte. Die heißen bei mir intern Sporthamster. Aber ich habe keinen. Okay. Wollen wir Bull spielen? Noch eine Runde Bull. Und unbedingt. Dann musst du aber auch los. Du hast noch einen Termin. Ist es ein dienstlicher Termin? Ja.
Darf ja. du sagen was? Mit Vox. Vox? Der Sender? Mit der roten Kugel? Ja, ja, nee, okay. Es geht um ein Interview zum Thema Gendern. Also das ist doch richtig, du, ein freier Tag, hat die Moschner hat einen freien Tag und macht gleich nur Termine. Ach, das ist süß. Du trinkst auch wie ein Sporthamster. Die haben auch so... doch, die haben auch so... Diese... Das sah wirklich gerade so aus. Die halten sich auch mit beiden Händchen fest und machen... Süß, oder? Sorry. Wir spielen eine Partie Bull. Das ist doch so cool. Ich freue mich. Wie geht das? Man wirft die kleine Kugel. Aber. Toll, wo ist es jetzt? Wir werfen lassen als Gäste. Ach so, natürlich, ist es völlig richtig. Warte, das Stempel ist unhöflich. Ich sehe es. Hast du Geschwister eigentlich? Nein. Das merkt man. Wie? Wieso? Entschuldigung. Was denn? So, du darfst. Ich habe den Ball desinfiziert. Nein, aber. So, mit Spucke. Nein, ich habe drüber gepinkelt. So, jetzt okay. Keinen verletzen damit. Ist das nicht wie Curling? Ein Likör? Als hätte ich Ahnung einnehmen. Von Curling. Ach so, Curling, okay. Boah, das war richtig das war schlecht. Ja. Ganz ehrlich, RTL macht da eine 20.15 Uhr Show draus. Ja, ich sag's dir. Was heißt das denn jetzt? Du bist am nächsten dran. Guck. Na ja, gut. Dann gehe ich eben als Gewinner aus diesem Tag heraus. Erzählst du das bitte gleich bei dem Vox-Interview? Ja, ja, genau. Der Pierre ist voll der Buhler. Voll der Buhle-Typ. Voll der Buhle-Typ. Das war schön. Es tut mir leid, ich hätte dich gerne gewinnen lassen, aber ich bin halt sehr ehrgeizig. Ja, ich weiß, das habe ich vorher schon gehört von dir, von mehreren Seiten. Vergiss deine Riegel nicht. Ja. Ist bezahlt. Mensch, Ruth, vielen Dank, es war sehr schön ja, mit dir. Ja, ebenso. Also ich habe wirklich, es war sehr schön. Also, auch wenn die Kameras dabei waren. Also. Wir hätten das ja auch so gemacht. Ja. Kann man diesen Kanal eigentlich abonnieren? Oh ja, man kann den abonnieren und wir freuen uns natürlich besonders, wenn Leute auch ein Like oder ein Kommi da lassen. Ja, auf jeden Fall. Mache ich ja auch immer ganz gerne. Danke, hast du den Kanal abonniert? Ja. Ich bin gar nicht bei YouTube. Womit soll ich denn abonnieren, wenn ich gar keinen Account habe bei YouTube? Ich kann ja auch so gucken. Ach so, stimmt. Deshalb. Ja, und darauf kommt es ja an. Lass ein Herz da. Ja, gibt es Herzen überhaupt bei YouTube? Das mache ich. Nee, so einen Daumen hoch gibt's. Daumen hoch. Daumen hoch gibt's. Das kann man machen und kommentieren.